Meine Damen und Herren, eine Veranstaltung, die ihren Platz hat zwischen der Brillanz des Vormittages und dem Zeitpunkt, zu dem alle unweigerlich anfangen, an ihre Züge zu denken, hat es etwas schwer. Aber wir werden den Versuch machen, trotzdem hier noch einen lebendigen Nachmittag in dem etwas schwülen Weimar zu entwickeln. Und das hängt dann hoffentlich mit der Vielstimmigkeit zusammen, die wir hier auf dem Podium haben. 5 Köpfe, die sich mit der Frage ordnungspolitische Lehren aus Weimar beschäftigen wollen und werden. Ich mache es mit der Vorstellung ganz kurz. Wir haben 3 Professoren der Volkswirtschaftslehre, wenn ich das richtig sehe. Hier Herr Hasse, jetzt zu meiner Linken. Herr Schnabel sitzt dort und Herr Reichel am äußeren Ende. Und neben mir Herr Neef aus der Schweiz, der mir eben noch gesagt hat, dass seine Haupttätigkeit im Stiftungsrat des Liberalen Instituts zurzeit zu sehen ist. Und Herr von Trollius als Journalist, als Publizist, bringt auch eine etwas andere Note in dieses überwiegend professorale Gremium hinein. Ein Gremium, in dem auch die Volkswirtschaftslehre natürlich ein bisschen überrepräsentiert sind, würde ich jetzt mal als Historiker und Politikwissenschaftler sagen, aber wir werden das schon irgendwie in die Balance bekommen. Die Frage, warum Weimar, habe ich gestern Abend an Herrn Habermann gestellt. Und er hat gesagt, das ist eine naheliegende Antwort, wir sind in Weimar. Wenn man diese Antwort vielleicht noch ein bisschen weiterführen oder ergänzen will, kann man 2 Dinge sagen. Erstens, im nächsten Jahr wird die Weimarer Verfassung 100 Jahre alt. Und das wird auch wahrgenommen werden und darüber wird auch geredet und geschrieben werden und es schadet nichts, dem ein wenig vorzugreifen, denn das ist für die deutsche Geschichte und in gewissem Sinne auch für die europäische Geschichte natürlich ein sehr zentrales Thema. Das andere Argument, warum Weimar, oder die andere Antwort, warum Weimar, könnte natürlich die sein, Weimar ist das Paradigma des Scheiterns schlechthin. Und deshalb denkt jeder, der über Lehren nachdenkt, die aus der Geschichte zu ziehen seien, zuerst an Weimar. Ob man Weimar damit ganz gerecht wird, wenn man es als das Paradigma des Scheiterns schlechthin auffasst, das ist vielleicht eine Frage, die uns dann auch beschäftigen kann im Lauf des Gesprächs. Der Ablauf wird der folgende sein. Wir haben es jetzt etwa 20 Minuten vor 3. Wir haben knapp 2 Stunden Zeit, 1/4 Stunde bis 4:30. Wir beginnen damit, so haben wir uns verabredet, dass alle 5 Teilnehmer ihre ordnungspolitische Lehre aus Weimar hier präsentieren werden. Also die ordnungspolitische Lehre, der sie ein besonderes Gewicht beimessen. Aber nur eine. So jedenfalls habe ich eine kursiv gedruckt in meinen Mails an die Beteiligten es erbeten. Wie weit das gelingt, werden wir sehen. Ein Thema hängt immer mit anderen Themen zusammen. Das wollen wir in etwa einer halben Stunde abwickeln. Und ich bitte jetzt schon um Verständnis, wenn ich mit einer gewissen Sorgfalt auf die Zeit achte dabei. Dann werden wir eine gute halbe Stunde hier oben, denke ich, miteinander diskutieren. Und dann sind Sie herzlich eingeladen, sich an dem Gespräch über ordnungspolitische Lehren aus Weimar zu beteiligen. Also meine Bitte ist, hören Sie mit, denken Sie mit dem Ziel, selber in das Gespräch am Ende einzugreifen. Und jetzt gehe ich einfach nach dem Alphabet vor und das heißt, dass Herr Hasse als Erster das Wort hat. Das ist selten, dass H am Anfang steht, aber ich nehme das gerne wahr. Meine Damen, meine Herren, das, was ein Professor meistens macht, er definiert das, was er machen will, erst einmal auch ein bisschen alleine, und zwar aus folgendem Grunde. Weimar ist ein Zeitraum, der für ordnungspolitische Fragen zu eng ist, um einfach die Lehren klarzulegen, die aus der zeitgeschichtlichen Entwicklung und der historisch
wirtschaftspolitischen Dimension kommen. Deswegen bin ich der Meinung, man muss etwas zurückgreifen auf den Lehr- und Lernbereich derjenigen, die die Entwicklung theoretisch und dann praktisch umgesetzt haben. Und das wäre das letzte Quartal des 19. Jahrhunderts, als die Industrialisierung die Lebenswelt der Zivilgesellschaft stark verändert hat. Bis zum Ersten Weltkrieg, dann gab es die zweite Zäsur durch den Ersten Weltkrieg und dann kam Weimar. Und es gibt durchaus Stränge, die da durchgehen, die auch Lerneffekte im positiven und negativen Sinne hatten, die ich ganz, ganz kurz skizzieren möchte. Der erste Teil der Industrialisierung ist durch das überwölbende Element der Goldwährung gekennzeichnet, die nicht so funktioniert hat, wie sie im Lehrbuch steht. Es gab sehr viele staatliche Interventionen, Manipulationen an den Elementen, aber es gab etwas, dass die Marktwirtschaft damit nicht aufgehoben worden ist und dass die Märkte spontan im Sinne von Hayek für Lösungen suchten gegen die Restriktion der Golddeckungspflicht, gegen die Frage, wie kommen wir an Geld heran, also die Einführung des Chiralgeldes und auch wie ist das mit den Goldtransfers, als Gold zu knapp wurde? Es wurde im Grunde genommen der Golddevisenstandard schon vor dem Ersten Weltkrieg umgesetzt. Das heißt, man hat eine Erfahrung, dass der Markt sich selbst hilft. Das ist eine ganz wichtige Größe. Trotz aller Eingriffe in den Markt, insbesondere im handelspolitischen Bereich, war eins immer gegeben. Und das ist eine Kernüberlegung, die immer aufgegriffen wird. Die Konvertibilität der Währungen im Zahlungs- und Kapitalverkehr wurde nie angetastet. Deswegen sind diese Eingriffe nie nachhaltig gewesen. Es gab aber zwei andere Zäsuren, die unterschiedliche Lösungen in ganz unterschiedlichen Gebieten brachten. Das ist, die Industrialisierung brachte neue Unternehmensformen, die Trust-Building in Amerika und die Vermachtung der Märkte. Als das in die Zivilgesellschaft übergriff, massiv übergriff, haben die Amerikaner den Sherman Act als erstes wettbewerbspolitisches Gesetz eingebracht und mühsam ab 1904 dann die Umsetzung gegen die Trust realisiert. Parallel dazu wurde in Deutschland 1897 ein Reichsgerichtsurteil gefällt, dass die Kartelle als rechtswirksam und rechtlich, zivilrechtlich durchsetzbar erklärte, mit der Folge, dass Deutschland ein Land der Kartelle wurde. Dieses Reichsgerichtsurteil ist erst 1948 durch die Alliierten und 1958 durch das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen aufgeholt wurde. Also ordnungspolitisch völlig unterschiedliche Entwicklungen, aus denen auch Schlussfolgerungen gezogen worden sind. Das zweite ist die soziale Frage der Industrialisierung. Hier hat man in Kontinentaleuropa, besonders in Deutschland, reagiert, und zwar sehr nachhaltig reagiert, aus unterschiedlichen Gründen, aber hat. Das heißt, politische Parteien und Gewerkschaften sind schon vor dem Ersten Weltkrieg zugelassen gewesen, während in den angelsächsischen Ländern diese Organisationen mit Feuer und Schwert noch gejagt wurden. Das heißt, hier haben sie ganz unterschiedliche zivilrechtliche Größen und da Ordnungspolitik immer Wirtschaft und Gesellschaft umfasst, ist das nicht unwichtig. Dann kam die Zäsur des Ersten Weltkrieges, der nicht alleine, sondern der mit einer völkerrechtlichen Konferenz 1916 in Paris den kontinentaleuropäischen Kriegsbegriff, auf dem die Haager Landkriegsordnung aufbaute, durch den angloamerikanischen ersetzte und jeder Handel, jeder Transfer wurde dann zu Trading with the Enemy. Diese Abkappung und Zuordnung hat maßgeblich dann in der Weimarer Zeit die Unfähigkeit des Völkerbundes und der Länder untereinander zur Kooperation behindert, einer der Nägel am Sarg der internationalen Kooperation in der Zeit, über die ich jetzt kurz spreche. Weimar wird von Eucken wirtschaftspolitisch wie folgt klassifiziert: Es ist das Zeitalter der wirtschaftspolitischen Experimente. Es gab keine Einheitlichkeit mehr. Und da es die nicht gab, hat jedes Land einen eigenen Weg gesucht, vor allem in der Abschottung
um externe Einwirkungen zu vermeiden. Und der potenzielle Hegemon war an erster Stelle daran tätig durch drei große Zollgesetze, 1921, 22 und 1930, sodass am Schluss im Durchschnitt in Amerika jedes Importgut mit mindestens 60% Zoll belastet worden ist. Das heißt, in diese Krisezeit zog sich Amerika nicht nur aus dem Völkerbund zurück oder ging gar nicht erst rein, sondern machte wirtschaftspolitisch die Kooperation unmöglich. Und in Europa wurde eben die nationale Komponente und die Manipulation der Außengrenzen zur Norm. Gleichzeitig haben wir ordnungspolitische Experimente derart, dass Italien zum Faschismus und zur Konzentration der Industriewirtschaft überging. Iri ist da geboren worden. Und gleichzeitig ein eklatanter Interventionismus, mal hü, mal hot, mal dies, mal jenes. Aber das ist kein Sozialismus, sondern Faschismus gewesen, das muss man wissen. Und das war eine Wirtschaftsform, die in den 20er Jahren ernsthaft diskutiert wurde, ob man nicht diesem in irgendeiner Weise folgen kann. Das Zweite ist die Zentralverwaltungswirtschaft der Sowjetunion und dann die ganz unterschiedlichen Mischwirtschaften mit ihren Merkwürdigkeiten in der Innenpolitik und in der Außenpolitik in den einzelnen Ländern. Unter anderem das, was Großbritannien 1925 machte, eigentlich aus der Luft heraus zum Wechselkurs von 1914 zurückzugehen, ohne zu berücksichtigen, dass sich seitdem etliches verändert hat. Mit dem Ergebnis, während die anderen europäischen Länder in die Prosperität ging England in die Deflation, weil sie diesen Wechselkurs durch Einkommen und Preissenkung richtig stellen wollten. Also das ist der Hintergrund, den man mal ganz kurz zitieren kann. Was heißt das? Die Ordnung von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft war völlig neu geworden im Industriezeitalter und wurde auch durch die unterschiedlichen Verhaltensweisen ungeordnet neu gestaltet, aber in einer gänzlich unsystematischen Form. Insofern ist die Hauptschlussfolgerung, die ich daraus ziehe, dass die Väter der sozialen Marktwirtschaft und des Ordoliberalismus sich die Kernfrage stellten, welche Rolle hat eine Marktwirtschaft, das ist die Erfahrung des 19. Jahrhunderts im positiven Sinne, und welche Nebenbedingungen müssen erfüllt werden, dass eine Marktwirtschaft entstehen kann und auch funktionieren kann, also Stabilität der Erwartungen bringt. Sie stellten also folgende Fragen ins Zentrum, die aus den Defiziten insbesondere der Weimarer Zeit dann abgeleitet wurden. Was prägt eine Wirtschaftsordnung als Marktwirtschaft und Wettbewerbswirtschaft? Welche Aufgaben muss der Staat in einer Marktwirtschaft wahrnehmen, um sie zu schaffen, zu gestalten und auch zu sichern? Wie soll das Verhältnis von Wirtschaftsordnung, Rechtsordnung und politischer Ordnung zueinander gestaltet werden? Wie sind Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung verbunden und wie stehen Marktwirtschaft, Gesellschaftspolitik und Sozialpolitik zueinander? Die Ergebnisse nur bezogen auf diese Kernfrage zusammengefasst. Die Funktionen des Staates wurden neu und anwendungsorientiert definiert. Eine Marktwirtschaft bedarf einer klaren staatlichen Rahmenordnung. Zweitens, die Kompetenzverteilung der staatlichen Aufgaben wurde für die Wirtschaftspolitik, hier für die Geldpolitik, Wettbewerbspolitik und die Außenwirtschaftspolitik klar umrissen. Die Erkenntnis der Interdependenz der Ordnungen brachte Transparenz in den Zusammenhang zwischen Gesellschaft, Rechtsordnung, politische Ordnung und Wirtschaftsordnung. Sozial- und Marktwirtschaft sind Elemente, die verbunden werden können und verbunden werden sollten. Diese Fragestellung und deren Ausarbeitung ist bis heute eine Innovation für die Theorie des Liberalismus, aber hoch umstritten im angelsächsischen Raum. Die unverdrossene Minimalstaat
predigen, aber gar nicht sehen, wie viel Staat notwendig ist, damit eine Marktwirtschaft funktioniert. Danke. Vielen Dank, Herr Hasse. Das waren ungefähr 10 Minuten und ich erlaube mir den Hinweis, wenn wir alle 10 Minuten brauchen, dann haben wir schon fast eine Stunde verbraucht, bevor wir in die Diskussion einsteigen können. Das ist ein bisschen unfair gegenüber denen, die jetzt an der Reihe sind, aber es bleibt mir Kraft Amtes nichts anderes übrig, als darauf hinzuweisen. Herr Neef, Sie sind an der Reihe. Ja, ich beginne auch mit einer Definitionsfrage. Ordnungspolitik und was ist Politik? Darüber könnte man lange reden. Und was ist Ordnung, ist noch viel schwieriger. Und ich werde als Liberaler immer wieder gefragt, wie hast du es mit der Ordnung? Bist du ordoliberal oder bist du radikal-liberal oder bist du libertär oder ich weiß nicht was? Und meine Antwort ist immer dieselbe. Lass uns zuerst darüber reden, was wir unter Ordnung verstehen. Und lass uns darüber reden, wer Ordnung definiert. Und dann sage ich euch, ob ich Ordnungspolitiker bin oder nicht. Politik kann keine Ordnung schaffen, aber gute Politik basiert auf Voraussetzungen, die Ordnung brauchen. Und ich meine, dass die Problematik der Weimarer Republik eigentlich darin bestand, dass es an den 3 K gefehlt hat. Es gab keinen Konsens, keinen Grundkonsens. Es gab kein Kredit gegenüber außen. Und es gab das nicht, was Hayek den Kosmos bezeichnet, im Gegensatz zur Taxis. Die Weimarer Verfassung war raffiniert, sie war von Gelehrten geschaffen worden, aber sie war letztlich etwas Gemachtes, eine Taxis. Und konnte damit nicht die Basis bilden für einen politischen Kosmos. Und meine Analyse ist, dass das Scheitern dieses hoffnungsvollen Versuchs eben am Fehlen von diesen 3 Voraussetzungen geschehen ist. Liberalismus, das war eigentlich seinerzeit die Philosophie des ehemaligen Feindes. Die Liberalen, das waren die Angelsachsen, das waren die Leute, die nicht wissen, was Ehre ist, was Treue ist, was Gefolgschaft ist, sondern die Handel treiben, die Seeräuber waren und die Gewinn und Profit ins Zentrum stellen. Und darum ist der Zugang schwer, wenn man verstehen muss, was eigentlich die Voraussetzung ist einer funktionierenden freien Ordnung, die auf Märkten beruht, wenn man sich berufen muss auf Grundwerte, die eigentlich im Krieg von der Gegenseite vertreten worden sind. Verfassungsrechtlich habe ich gesagt, da fehlte eigentlich nichts, das Konstrukt war da, man suchte einen Ausgleich zwischen Zentralismus, Föderalismus und so weiter, aber es gab keine tragfähige Mitte. Und zu wenig Kompromissbereitschaft, um dem extrem großen außenpolitischen und wirtschaftspolitischen Stress der 20er Jahre innenpolitisch standzuhalten. Ich versuche einen Vergleich zu machen mit dem Entstehen der Schweizerischen Eidgenossenschaft 1848. Die hatte ja eigentlich auch schlechte Voraussetzungen, weil es war ein Bürgerkrieg, der da war. Wir müssen wahrscheinlich den Ersten Weltkrieg auch als einen innereuropäischen Bürgerkrieg deuten. Aber der Ausstieg aus diesem innereuropäischen Bürgerkrieg war sehr viel schwieriger als der Ausstieg aus dem innerschweizerischen Bürgerkrieg, der durch einen ganz genialen Oberbefehlshaber geführt worden ist, der immer mit ganz großer Mehrheit kleine Minderheiten angegriffen hat und der sehr großzügig war mit den eroberten Gebieten in der Innerschweiz. Und die Basis der Schweiz war eine sehr großzügige Behandlung derjenigen, die den Bürgerkrieg verloren haben, dass diese Voraussetzung fehlte.
Die Sieger haben nicht jene Großzügigkeit und jene Großmut gezeigt, die in der Schweizerisch dann zum Konsens geführt haben. Und es gab glücklicherweise eben überlappende Ordnungen. Es waren nicht alle Französischsprachigen im Sonderbund, sondern nur die Katholischen. Es gab Überlappungen zwischen Sprachgruppen, es gab Überlappungen zwischen Konfessionen, es gab Überlappungen zwischen Parteigruppierungen. Und diese Überlappungen haben dann dazu geführt, dass es so etwas wie einen Kosmos geben konnte und dass diese 3K eben in der Schweiz erfüllt waren, also Konsens, Kredit auch gegenüber außen und eben eine gewachsene Ordnung und nicht eine gemachte Ordnung. Das ist aus meiner Sicht einer der Gründe oder vielleicht der Hauptgrund für das Scheitern dieser an sich rational gut verfassten Republik. Sie ist gescheitert an der Heterogenität, die keine Überlappungen erlaubt hat und am Verlust der Mitte. Es gab keine vernünftige Mitte, die vermittelnd hätte wirken können. Es ist typisch für jene Zeit, dass einer der großen Staatsdenker, man muss mit ihm nicht einverstanden sein, ich bin überhaupt nicht einverstanden, das ist Carl Schmitt, die Politik eigentlich als Kampf definiert hat. Als Kampf zwischen Feind und Freund. Und diese Auffassung von Politik widerspricht vollkommen dem, was wir in der Schweiz unter Politik verstehen. Die Leute, die eine andere Auffassung haben, sind nicht Feinde, sondern sind Leute, von denen man möglicherweise etwas lernen kann, die man möglicherweise überzeugen kann. Es muss einen Prozess der Konsensbildung haben und auf der Basis dieses Feind-Freund-Denkens ist dieser Konsens gar nicht möglich. Und ich meine, der Konsensmangel wurde auch durch eine aus meiner Sicht verfehlte politische Grundtheorie, dass Politik ein Kampf ist, zwischen wo der Feind ist auf der anderen Seite und selbst sucht man Freunde und man findet Freunde, gemeinsamer Feind macht Freund. Und ich sehe gewisse Analogien in der heutigen Politik in Deutschland, dass es auch dieses Schema von Eigen und Fremd und Feind und Freund gibt, wo man sich gegenseitig exkommuniziert und nicht versucht, den anderen eben so wahrzunehmen, dass man von ihm lernen kann. Vielen Dank, Herr von Kolders, wenn Sie gleich weitermachen. Wer auf Weimar als Weimarer Republik schaut, der schaut auch auf das Ende der Republik und damit auf den Anfang des Dritten Reiches. Welche ordnungspolitische Lehre können Liberale aus der Auflösungsphase der Weimarer Republik ziehen? Heute ist die Sehnsucht nach einem starken Mann weit verbreitet. Putin, Erdogan, Xi, sogar Trump gelten als erfolgreiche Führer. Zumindest drei werden als Autokraten bezeichnet und zugleich zumindest ein wenig bewundert. Schauen wir auf die Auflösungsphase der Weimarer Republik, so fallen eine Fülle von Belastungen und Konstruktionsmängeln ins Auge, die sich zu einer Staats- und Wirtschaftskrise, begleitet von einer Krise der öffentlichen Sicherheit, bei prekärer sozialer Lage verbanden. Für die Lösung all dieser Probleme richtete sich die Aufmerksamkeit voll und ganz auf die Regierung und auf den Kanzler. Die Gunst wechselte rasch von Brüning über Papen bis zu Schleicher. Die Medien jagten Sensationen hinterher, wer wird neuer Reichskanzler? Unternehmer und Gewerkschaften bekundeten ihre Präferenzen. Die politischen Akteure betrieben ihr Gezerre hinter den Kulissen. Vielleicht kein Wunder, denn dem Gewinner lockte die Regierung über 65 Millionen Menschen. Vielleicht stellen Sie sich dieselbe Frage, die ich mir gestellt habe. Wie ist es möglich, von einem Menschen, von einer Regierung, die Lösung derart komplexer Probleme zu erwarten? Anders gefragt, mit Blick auf die lange liberale Tradition, wie kann Zentralisierung eine Antwort auf derart verwickelte Probleme sein? Es ist nur zu menschlich,
dass in Krisen die Hoffnung keimt, dass ein Heilsbringer diese überwinden könnte. Stammesdenken, Horde, Koalitionsbildungsinteresse lassen grüßen, sind ganz natürliche Elemente. Das Kaiserreich war in Weimar zudem omnipräsent. Schauen wir uns den letzten Winter der Weimarer Republik an, so fällt auf, wenige Personen stellten im Zentrum der Macht die Weichen für die nächsten 12 Jahre. Im Mittelpunkt der Strippenzieher und der Kammerier stand der greise Reichspräsident Hindenburg. Es fand, wie Sie wissen, keine Machtergreifung, sondern eine Machtübertragung an Hitler statt. Bis zur letzten Minute war das Zustandekommen von Hitlers Kanzlerschaft ein Drahtseilakt, ein Vabanspiel. Bis zur allerletzten Minute im Vorzimmer von Hindenburg war nicht klar, ob diese von Papen geschmiedete Koalition tatsächlich zustande kommen würde. Wenn wir einmal ganz grundsätzlich auf die Konstellation schauen, dann fällt Folgendes auf. Die Verengung der Perspektive auf einen Führer, einen Präsidenten, einen Kanzler oder eine Institution in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ist aus mehreren Gründen stets problematisch. 2 möchte ich anführen. Erstens, die Krisenursachen sind regelmäßig komplex. Sie reichen geraume Zeit zurück. Komplexität und lange Trends lassen sich aber nicht mit einem simplen politischen Ansatz lösen. Ein Mann, eine Tat, eine schöne neue Welt. Das funktioniert nicht. Zweitens, Zentralisierung bedeutet Konzentration von Macht, Ressourcen und von Fehlern. Die Folgen eines Missbrauchs und von fehlerhaftem Gebrauch sind gigantisch im Vergleich zu weit verstreuter Macht und auf viele Köpfe verteilte Ressourcen und in kleinen Einheiten gemachte Fehler. Wer schaute 1930 bis 1932 eigentlich auf das Systemrisiko? Die Übertragung der Macht an Hitler verankerte den nationalen Sozialismus und endete in der Hölle. Der schwarze Schwan landete am 30. Januar 1933 in der Reichskanzlei. In einem Reich, das einem Flickenteppich glich, wäre das nicht möglich gewesen. Kurz, Führer, große Männer und Frauen sind nicht die Lösung, sie sind vielmehr regelmäßig das Problem. Das gilt sowohl für die Weimarer Republik als auch heute. Die Euro-Krise und die Krise der EU resultieren beide aus zunehmender Zentralisierung. Die Überwindung der Krise wird fast ausnahmslos in, Sie werden es ahnen, mehr Zentralisierung gesucht. Der französische Präsident Macron strebt nach einer Banken-, Kapital- und Fiskalunion sowie nach einem europäischen Finanzministerium. Welche Alternativen gibt es zur Zentralisierung? Der Namensgeber unserer Gesellschaft hat sich sein Leben lang mit der Problematik beschäftigt. Den machtvollen, urtümlichen Wirkungsmechanismen der Horde hat er die anspruchsvolle, liberale Ordnung der Freiheit entgegengestellt. Sie stützt sich auf eine reiche Tradition, darunter die unsichtbare Hand und die Verfassung der Freiheit. Was ist zu tun? 3 Dinge möchte ich vorschlagen. Wir sollten die Aufmerksamkeit oder die verbreitete allgemeine Aufmerksamkeit weg vom tagespolitischen Getümmel auf die Ordnungsfrage lenken und damit auf das Systemrisiko. Die kleinen Auf- und Abs, Vor- und Rückschritte verblassen angesichts des politischen Supergaus einer 12 Jahre währenden Herrschaft eines 1000-jährigen Reiches. Eine Ordnung der Freiheit ist antifragil. 2. Und es ist heute auch schon angesprochen worden, die Herrschaft allgemeiner Regeln statt der Herrschaft von Menschen über Menschen ist das zeitlose Gebot jeder Stunde. Weniger Politisierung, mehr Freiheit und weniger Bürokratisierung. Muten wir den Menschen zu, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, statt sich von kleinen und großen Führern verführen zu lassen. Das ist zugleich ein Lob für den Wettbewerb und für Verschiedenheit, gerade auf politischer und rechtlicher Ebene. Und schließlich 3, und da greife ich in das Werk von Ihnen, Herr Neef, zurück zum menschlichen Maß. Stutzt den Riesen. Lob der Kleinheit, small is beautiful. Lernende Systeme sind keine gigantischen hierarchischen Apparate. Das Individuum ist das Maß aller Dinge, nicht eine kollektive Größe. Ein Rückbau von Zentralisierung und das Zulassen von dezentralen, und hier greife ich Ihren Begriff auf, nonzentralen Entwicklungen ist die Herausforderung unserer Zeit. Ein dezentral oder nonzentral gegliedertes Europa und Deutschland mit Maß und Mitte, auch als Konföderation, ist eine ordnungspolitische Lehre aus Weimar. Und damit verbunden ist ein kleiner, großer Vorteil. Bei derartigen Verfolgen dieser Alternativen werden die wahren Helden des Alltags sichtbar, die vielen ganz normalen Männer und Frauen. Sie sind die Lösung. Vielen Dank.
Erlauben Sie mir die Zwischenbemerkung, dass es dem Historiker nicht ganz leicht fällt, das, was Sie über die letzten Jahre der Weimarer Republik gesagt haben, völlig unkommentiert zu lassen. Aber das ist mit meiner Rolle nicht vereinbar. Deswegen sage ich dazu gar nichts, sondern bitte jetzt Herrn Reichel. Ja, ich habe mir die Frage gestellt, inwieweit die Situation in Weimar und in der Berliner Republik sozusagen vergleichbar, in manchen Dingen auch nicht vergleichbar sind und welche Lehren wir jetzt daraus ziehen können. Und ich hatte am Anfang gedacht, naja, das eine hat mit dem anderen eigentlich jetzt nicht so viel zu tun. Aber wenn man sich die Dinge etwas genauer anschaut, stellt man Folgendes fest. Am Beginn der Weimarer Republik hatte man ein Bündel von, ich sag mal, möchte es mal Großkrisen nennen. Der verlorene Weltkrieg, Gebietsabtretungen, Reparationsleistungen, die im Übrigen damals noch gar nicht so richtig festgelegt waren. Und eine ganze andere Reihe von Dingen mehr, die sozusagen sofort als große Probleme sichtbar geworden sind. Momentan in der Berliner Republik ist es etwas anders. Wir haben keine direkt sichtbaren existenzbedrohenden Großkrisen, aber wir haben eine Reihe von Problemen, die, ich möchte mal sagen, latente Großkrisen sind. Denken Sie an die Europäische Währungsunion, denken Sie an die Demografieproblematik, denken Sie an die Migrationsproblematik. Es sind eine ganze Reihe von Dingen, die anders sind als in Weimar, aber trotzdem auf die lange Sicht uns Probleme bereiten werden. Wenn man das mal alles zusammenfasst, dann kann man sozusagen einen Kondensat dieser Probleme finden, wenn man sich die Staatsverschuldung anschaut. Und wenn man das vergleicht und sozusagen eine umfassende Definition verwendet, da wird man feststellen, dass das in Weimar und in der gegenwärtigen Berliner Republik gar nicht so sehr unterschiedlich war. Und wir befinden oder wir liegen in einer Größenordnung, die durchaus nicht mehr einfach zu lösen ist. In der Weimarer Zeit hat man sich dann in die Inflation geflüchtet und so weiter, und das ist alles bekannt. Was aber in beiden Fällen interessant ist, ist, man versucht sozusagen mit Gewalt am Erreichten festzuhalten und geht Probleme nicht an, sondern man verschleppt sie. In der Weimarer Zeit war das Verschleppen der Probleme eine relativ kurzfristige Angelegenheit. Das endete dann im Knall 1933 und in der Weltwirtschaftskrise. Gegenwärtig kann man aufgrund mehrerer Mechanismen Probleme ziemlich weit in die Zukunft verschleppen und kann sozusagen vermeiden, sich jetzt um die Lösung zu kümmern. Das ist das Problem. Und woran merkt man das? Man merkt es daran, dass in beiden Zeitperioden, in Weimar und auch gegenwärtig, etwas auftritt, was ich selber, sagen wir mal, als ökonomisch-politische Kartelle bezeichnen möchte. Nämlich Dinge, die sozusagen verschiedene Akteure aus Wirtschaft und Politik zusammenführen mit dem Ziel der Problemverschleppung. In Weimar war das beispielsweise die Kartellierung der Wirtschaft, ist schon angesprochen worden. Es war die Frage der Lohnpolitik, der Lohnerhöhungen, eine überbordende, aus damaliger Sicht, Sozialpolitik. Verschiedene andere Dinge sieht man heute auch. Ja. Die Dieselkrise zum Beispiel ist auch ein politisch-ökonomisches Kartell in sehr kleinem Rahmen, jetzt mit dem Ziel einer gewissen Problemverschleppung. Und da gibt es ziemliche Ähnlichkeiten. Und die Frage ist jetzt, was ist die Lehre? Es geht im Prinzip immer um eine Problemverschleppung zu Lasten Dritter, und das sind meistens wir alle. Und die Frage ist, wie kann man sozusagen mit dem Problem umgehen? Das Problem ist grundsätzlich das, dass der Konsument schlecht kartellierbar ist.
Wir können also kaum versuchen, hier irgendwelche Gegenmächte aufzubauen. Und das geht in einer parlamentarischen Demokratie ganz besonders schlecht. Und das sind beides solche Konstruktionen gewesen in Weimar und momentan auch bei uns in der Berliner Republik. Und ich sehe eigentlich nur eine Möglichkeit, wie man zumindest dagegen angehen kann, und das ist letzten Endes das immer wieder beschworene Schweizer Modell. Wenn man Konsumenten und das Wählervolk sozusagen kartellieren möchte, dann kann man es nur tun auf dem direkten Weg, ja, auf dem Weg der direkten Demokratie. Und das ist eigentlich meine Lehre aus einem Vergleich dieser beiden Zeiten. Es gibt da bestimmte Ansätze schon, wie man das machen könnte. Man darf sich auch nicht davon erwarten, dass in kurzen Zeiträumen große Probleme gelöst werden. Aber in diese Richtung müsste es gehen. Besten Dank. Herr Schnabel, Sie haben das Wort. Also ich werde versuchen, die Lehren aus Weimar jetzt aus der Sicht der Weltwährungsordnung anzugehen. Wir hatten ja vor der Weimarer Republik, vor dem Ersten Weltkrieg, den Goldstandard, Herr Hasse hat es gesagt, und der Goldstandard war sehr liberal ausgelegt, also jeder konnte beitreten oder nicht, aber Voraussetzung für den Beitritt waren ausreichende Goldreserven, die dann die Papierwährung, die zirkuliert wurde, gedeckt haben. Daraus haben sich ergeben mehr oder weniger stabile Wechselkurse, die hinterlegt waren mit einem vergleichsweise freien Güter- und Kapitalverkehr. Das System wurde dann während des Ersten Weltkriegs stark gestört, einerseits dadurch, dass natürlich alle Länder, die ihren Krieg finanzieren mussten, von dieser Golddeckung zeitweise abgewichen sind. Man hat den Krieg über die Notenpresse finanziert und die USA sind deutlich später in den Krieg eingetreten als die europäischen Länder und die haben lange Zeit nur indirekt am Ersten Weltkrieg mitgewirkt, indem sie die Alliierten in Westeuropa, insbesondere Frankreich und England, mit wichtigen, kriegswichtigen Gütern versorgt haben. Und sie haben sich das bezahlen lassen, nämlich zum Teil mit Gold. Und dadurch ist eine wichtige Störung jetzt in diesem Goldstandard eingetreten. Große Teile des Golds sind dann während des Ersten Weltkriegs in die USA abgeflossen. Und damit hatten eigentlich die europäischen Länder nach dem Ersten Weltkrieg keine richtige Möglichkeit mehr, zum Goldstandard zurückzukehren, obwohl sie das teilweise auch wollten. Und das ist für mich die erste große Last in einem fehlerhaften Währungsrahmen für die Weltwährungsordnung nach dem Ersten Weltkrieg, weil die Goldvorräte, die dazu notwendig gewesen wären, die einzelnen Währungen zu decken, sich jetzt einseitig auf die USA konzentriert hatten. Und das hatte negative Auswirkungen auf die USA. Dort war der Zins zu niedrig und dort hat sich dann ein Überinvestitionszyklus in Gang gesetzt, wie den Herr Stabatti beschrieben hat. Und in den anderen Ländern in Europa war zu wenig Gold da. Und das war jetzt ein großes Hindernis für die wirtschaftliche Entwicklung, das noch dadurch verstärkt wurde, dass die europäischen Länder jetzt aus dem Weltkrieg mit großen Lasten rausgegangen sind. Deutschland natürlich mit den hohen Reparationslasten, die gefordert wurden. Und Frankreich und das Vereinigte Königreich durch die hohe Verschuldung, die sie gegenüber den USA aufgetürmt hatten und auf die USA weiterhin auf Rückzahlung bestanden haben. Das war eine große Last für die wirtschaftliche Erholung in Europa und man ist dann unterschiedlich damit umgegangen. Die Engländer haben versucht, zum Goldstandard zurückzukehren. Das haben die Banken in ihrem Interesse gesehen, weil sie dachten, nur so kann die internationale Bedeutung des Finanzstandorts London gesichert werden. Die Franzosen hatten diese Besorgnis nicht und haben deshalb ihre Währung abgewertet gegenüber dem Gold und konnten sich dann sehr viel wettbewerbsfähiger machen gegenüber den Engländern und den Deutschen, was dann auch zu Goldzuflüssen geführt hat. Damit hatten wir so ein Element, wo die Währungen gegeneinander in Europa schon abgewertet haben.
Und die Kapitalflüsse über die Grenzen hatten dann destabilisierende Funktion. Aus den USA ist, weil die USA dann die Zinsen sehr niedrig gehalten haben, sehr viel Kapital abgeflossen, zum Beispiel nach Deutschland, das sich dann verschuldet hat und mit der Verschuldung jetzt nicht Investitionen, sondern Konsum und Reparationen finanziert hat, was dann auf die Dauer hin natürlich auch die Rückzahlung dieser Kredite schwierig gemacht hat. Dann wurde es schon gesagt, keine freiheitliche Wirtschaftsordnung, insbesondere in Deutschland nicht und damit auch keine robuste wirtschaftliche Entwicklung, die die Rückzahlung der Reparationen ermöglicht hätte. Und dann sind wir eigentlich bei den ordnungspolitischen Lehren. Ich würde sagen, dass die mit dem Bretton-Woods-System ganz klar gezogen wurden. Einerseits hat man das Weltwährungssystem auf die USA ausgerichtet, wo weiterhin die Goldbestände waren. Und man hat den Dollar jetzt mit dem Gold hinterlegt, das in den USA vorhanden war. Und die anderen Länder, die hatten weniger Goldbestände und die sind jetzt an die Peripherie des Währungssystems gewandert. Die mussten ihren Wechselkurs stabilisieren gegenüber dem Dollar. Die mussten den stabil halten, damit es keine diskretionären Abwertungen mehr gibt und waren jetzt einseitig in der Pflicht, die Währungen zu stabilisieren, brauchten dafür aber kein Gold. Das Gold, das sie jetzt halten mussten, das waren die Dollars, die sie brauchten, um die Währungen stabil zu halten. Man hat auch vermieden, Lasten aus dem Weltkrieg rauszubringen. Es wurden keine großen Reparationen mehr gefordert. Außerdem gab es in Deutschland eine Währungsreform. Das heißt, man hat die Verschuldung des Staates bei den Haushalten einfach entwertet. Damit hatte Deutschland keine Schuldenlasten aus dem Zweiten Weltkrieg zu leisten. Das hat dann die wirtschaftliche Entwicklung befreit und die anderen Länder, insbesondere das Vereinigte Königreich und die USA, die haben sich jetzt über finanzielle Repression entschuldet. Die Zinsen wurden sehr tief gehalten, die USA und das Vereinigte Königreich auf ihre Verschuldung zu zahlen hatten. Und gleichzeitig, ausgehend von Deutschland, gab es jetzt ein sehr großes Wirtschaftswachstum, was dann dazu beigetragen hat, die Staatsverschuldung als Anteil vom BIP in den USA und dem Vereinigten Königreich zu reduzieren. Wie gesagt, es gab keine diskretionären Abwertungen wie in der Weimarer Republik oder dann sogar nach Aufgabe des Goldstandards in den einzelnen Ländern in den 30er Jahren. Und man hat auch die destabilisierenden Kapitalflüsse über die Grenzen hinweg dadurch vermieden, dass man Kapitalverkehrskontrollen zunächst eingesetzt hat. Und wie schon gesagt, die freiheitliche Wirtschaftsordnung, die in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg auf den Weg gebracht wurde, auf der Grundlage des Gedankenguts von Walter Eucken, Franz Böhm und anderen, die waren ein wichtiger Faktor dafür, dass jetzt von Deutschland aus Europa gewachsen ist und sich damit die wirtschaftlichen Probleme, die sich in der Weimarer Republik ergeben haben, die natürlich auch sehr destabilisierend auf die politische Lage in der Weimarer Republik gewirkt haben, sich nicht ergeben haben. Also Wachstum für alle, Frieden für alle. Und die Frage, was ist die Lehre für heute? Das System ist ja dann Anfang der 70er Jahre kollabiert, ausgehend durch die Kriegsfinanzierung in den USA. Man hat die Golddeckung weggenommen und hat damit eigentlich wieder, auch wenn das nicht so sichtbar ist, entweder kompetitive Abwertungen oder kompetitive Zinssenkungen in Gang gesetzt, die uns in die Nullzinsfalle gebracht haben, in der wir heute sitzen. Und deswegen müssen wir uns wieder Gedanken machen, wie wir die Papierwährungen mit realen Werten hinterlegen, um solche Abwertungswettläufe oder Zinssenkungswettläufe, die über die Finanzmärkte dann sehr destabilisierend wirken, zu vermeiden. Vielen Dank allen fünf. Wir haben jetzt also fünf Perspektiven, sage ich einmal, auf die Frage. Mit dem Publikum bitte ich noch ein bisschen um Geduld. Erstmal wollen wir, denke ich, hier oben miteinander reden. Wir haben ja auch noch mehr als eine Stunde Zeit. Fünf Perspektiven auf die Frage ordnungspolitische Lehren aus Weimar. Wenn ich das ein bisschen vereinfachend richtig verfolgt habe, dann haben wir zu meiner Linken, das hat sich merkwürdigerweise sortiert,
sozusagen eher eine Perspektive auf den ökonomischen Bereich und Lehren, die dort zu ziehen sind, und zu meiner Rechten eher eine Perspektive auf den politischen Bereich und Lehren, die dort zu ziehen sind, wobei hier der Tenor eher der war, die Lehren sind gezogen worden. Man hat gelernt, hier ist das nicht so sicher im politischen Bereich, ob Sie alle der Ansicht waren, die Lehren, die zu ziehen gewesen wären, sind gezogen worden. Darüber müssen wir also noch reden. Aber ich würde gern mit der Frage anfangen, was sind eigentlich ordnungspolitische Lehren? Wenn wir das von Ihnen, jemand von Ihnen oder vielleicht auch zwei, doch noch mal deutlicher sagten, es geht ja nicht einfach um Lehren oder um Erfahrung, sondern mit Bedacht, nehme ich an, hat der Veranstalter von ordnungspolitischen Lehren gesprochen. Und deswegen wüsste ich ganz gern, welche Lehren sind aus welchen Gründen als ordnungspolitische Lehren zu qualifizieren. Wer würde den Ball mal aufnehmen? Bitte, Herr Hase. Fangen Sie an. Also jedenfalls bitte fängt einer an. Also wenn man den Begriff Ordnungspolitik in simpler Form nimmt, dann ist es im Grunde genommen die Beendigung eines Wirrwarrs und der Übergang zu einer Gestaltung, die heute als nachhaltig gilt, oder der Ökonom würde sagen, die eine Stabilität der Erwartungen sowohl für die Zivilgesellschaft als auch für die Wirtschaft beinhaltet. Und die Analyse, was zur Ordnung gehört, das ist die eigentliche Innovation, die durch die Ordoliberalisten gekommen ist. Sie haben nämlich Wirtschaft und Gesellschaft immer parallel betrachtet und dementsprechend nicht nur die ökonomischen Bedingungen, sondern auch deren Umsetzung und Beibehaltung und Fortsetzung. Das heißt, ein dynamischer Prozess. Und das ist die eigentliche Veränderung, die durch die deutschen Ordnungspolitiker in die Lehre des Liberalismus eingebracht wird und die bis heute von anderen nur begrenzt wahrgenommen wird. Bitte, Herr von Preuß. Ja, ich würde von unserem Namensgeber wieder ausgehen und bei der Ordnungspolitik zunächst die Ordnung in den Mittelpunkt stehen, und da würde ich die Ordnung der Freiheit in den Mittelpunkt stellen. Das heißt, das ist die große Entdeckung, die die Welt grandios verändert hat, in den Vordergrund zu stellen gibt. Um 1600 und in den Jahrzehnten, Jahrhunderten danach vollzieht sich das Scottish Enlightenment. Das heißt, die Welt wird vollkommen anders in Ideen, als es vorher war. Vorher gab es Klientelismus, Hierarchie, wenige Freie und Herrschende, und jetzt setzen sich Ideen durch, in denen die Menschen als gleichwertig, als mit gleichen Rechten ausgestattete Individuen gesehen werden, die nicht per se in einem hierarchischen Verhältnis stehen. Weil aus dieser Idee sich insbesondere der Kapitalismus als Ordnung der Freiheit entwickelt hat, haben wir eine Wohlfahrtsentwicklung, die einzigartig ist in den 200.000 Jahren zuvor, in denen es Menschen gab, nicht gab. Diese Ordnung der Freiheit gilt es durch die Politik zu sichern. Das heißt, das selbstbestimmte, verantwortungsvolle Handeln, bei dem Handeln und Verantwortung im Einklang stehen, in dem die Herrschaft des Rechts die Ordnung der Freiheit, das heißt die Freiheit des Einzelnen, sichert und durchsetzt. Wenn diese spontane Ordnung gegeben ist, dann haben die Politiker das Richtige getan, und da gilt es natürlich intensiv darüber zu diskutieren, wie viel Rahmensetzung erforderlich ist und wie wenig Rahmensetzung erforderlich ist. Und da bewegen sich die Köpfe auch in dieser Gesellschaft in einem Spektrum, das von wenig Regulierung und Nullregulierung bis zu stärkerer Regulierung reicht. Noch zwei Wortmeldungen zu diesem Thema. Ich möchte nicht zu lange dabei stehen bleiben. Das ist ja eher eine Vorfrage, bevor wir zur Sache kommen. Aber es scheint mir doch ganz wichtig zu sein, dass wir klären, worüber wir reden, wenn wir über ordnungspolitische Lehren reden. Bitte, Herr Schnabel. Also nach Walter Eucken gibt es ja 8 konstituierende Prinzipien einer marktwirtschaftlichen Ordnung. Und das erste ist das Primat der Währungspolitik. Also wir brauchen eine stabile Währung. Ohne eine stabile Währung, das ist das Rückgrat der Ordnung. Und das hat im Wesentlichen 2 Gründe. Der Zins hat eine Informationsfunktion, auch das haben wir heute gehört von Herrn Chapatis. Er zeigt sowohl Risiken an, hoher Zins zeigt hohes Risiko an und niedriger Zins zeigt geringes Risiko an.
und er hat eine Allokationsfunktion, also er trennt gute Investitionsprojekte von schlechten Investitionsprojekten. Und wenn ich durch eine zu expansive Geldpolitik diese Allokationsfunktion störe, dann störe ich auch die Ordnung. Dann kommt es zur Verzerrung der Signale, dann werden Investitionsprojekte gemacht, die spekulativ sind oder nicht nachhaltig. Dann kommt es zu Spekulationszyklen auf den Finanzmärkten, die dann zu den Krisen führen, die wir dann auch in Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise beobachten. Und was noch dazu kommt, das ist ja die Lehre aus der deutschen Hyperinflation, eine zu expansive Geldpolitik hat immense Verteilungseffekte. Ja, es macht manche sehr willkürlich, sehr viel reicher und da nicht effizient investiert wird, wächst man nicht und die negativen Wachstumseffekte dieser Politik werden dann auf das breite Volk übertragen und das wird im Wesentlichen als ungerecht und demoralisierend empfunden. Und deswegen für eine stabile Ordnung brauchen Sie immer eine stabile Geldpolitik. Und das hat man nach dem Zweiten Weltkrieg verstanden, das hat man in Deutschland so umgesetzt, das hat man in global, aus globaler Sicht auch über das Bretton Woods-System so umgesetzt, dadurch, dass man den Dollar mit Gold hinterlegt ist und dieses Prinzip wurde dann mit dem Zusammenbrechen des Bretton Woods-Systems sukzessive untergraben und diesen dynamischen Prozess der Erodierung der Währungsordnung, bei dem haben wir heute einen Höhepunkt erreicht. Herr Neff. Ja, ich fühle mich jetzt als einziger Nichtdeutscher auf diesem Podium verpflichtet, etwas zu sagen über die Friedensidee vom Friedensvertrag von Versailles. Eine gesunde Basis für das Entstehen einer staatlichen Ordnung ist nicht die Gerechtigkeitsidee, sondern ist die Friedensidee. Und bei der Friedensidee akzeptiert man verschiedene Vorstellungen von Gerechtigkeit. Und dass diese Friedensidee gescheitert ist, und das ist aus meiner Sicht der wichtigste Scheiterungsgrund der Weimarer Republik war, dass eigentlich die Voraussetzungen für einen Frieden, der auf Versöhnung, auf dem Akzeptieren verschiedener Meinungen beruht, nicht gegeben war. Also es ist nicht die deutsche Innenpolitik allein schuld am Scheitern, sondern die Voraussetzungen, die von außen gesetzt worden sind, waren derart aggressiv gegen die Verlierer gewendet, dass es eigentlich auch einen wesentlichen Grund des Scheiterns gab, der von außen gesetzt worden ist. Ich habe schon mal darum gebeten, dass Sie Ihre Wortmeldungen bis etwa 4 Uhr aufsparen. Wir haben dann noch eine halbe Stunde Zeit. Es müssen tatsächlich erst die Diskutanten auf dem Podium miteinander ihre Argumente austauschen können. Dann wird auch das, was Sie beizutragen haben, denke ich, fundierter. Symbolisch zur Illustration dessen, was Sie gerade gesagt haben, Herr Neff, für das Jahr 1919, genau zu der gleichen Zeit, in der hier im Nationaltheater die deutsche Verfassung ausgearbeitet wird, wird in Versailles über den Friedensvertrag verhandelt. Das sind zwei ganz parallel laufende Vorgänge. Und die erste Koalition der Republik überhaupt zerbricht bereits an dem Versailler Vertrag, weil die koalierenden Parteien sich nicht darüber einigen können, ob sie diesem Vertrag zustimmen sollen, dürfen oder nicht. Insofern sehen Sie, dass da in der Tat ein ganz wichtiger Punkt gemacht ist. Ich hätte eher erwartet ein bisschen auf meine Frage, worüber reden wir eigentlich, wenn wir über ordnungspolitische Lehren reden, dass die Antwort wäre, aber vielleicht ist das auch sozusagen ein wenig umschrieben, die Antwort gewesen. Ordnungspolitik hat es mit Regeln zu tun, mit der Orientierung an Regeln. Und deshalb reden wir über Regeln, nicht über Erfahrungen, sondern über Regeln, die aus historischer Erfahrung entwickelt werden können. Das ist das Lernen sozusagen, das ordnungspolitische Lernen, um das es hier eigentlich geht. Ich würde gern, aber das... Bitte, ja. Wenn ich also das von Herrn Schnabel aufgreife, also die Zeit nach 45. Es gab zwei Länder oder Gruppen aus zwei Ländern, die tatsächlich Lehren aus der Vorzeit und aus der Kriegszeit gezogen haben, wie die Weltwirtschaft zu gestalten ist. Das sind die USA gewesen, die am meisten unter der Depression gelitten haben
und auch die ganzen 30er Jahre über in der Depression waren, während die anderen schon relativ gut vorangekommen sind. Die haben 1934 mit einer Neuordnung ihrer internationalen Ausrichtung begonnen. Und dies ist die Grundlage für die Nachkriegsordnung dann gewesen. Es sind nicht nur die Regeln, sondern es ist für die Weltwirtschaft ganz wesentlich, dass Institutionen dazugekommen sind. Und innerhalb dieser Institutionen gab es nicht Festlegungen, sondern gab es Spielräume. Und diese Spielräume waren durch ganz bestimmte Regeln definiert. Das zweite Land war, und das ist, wenn Sie so wollen, die historische Konvergenz, das war die deutsche Ordnungspolitik, die mit der kompatibel ging, was Offenheit angeht und was Marktwirtschaft angeht. Und das konnte sich durchsetzen und das war im Grunde genommen der prägende Teil, erstens für Europa und auch für die internationale Ordnung, an der wir anfangs nicht teilgenommen haben, aber deren Ordnung, wie sie geschaffen worden sind, den Vorstellungen der deutschen Ordnungspolitiker voll entsprach. Europa hätte dem, oder anders formuliert, das ist nicht bescheiden, aber ich glaube realistisch, Europa hätte die Integration nie geschafft, wenn die deutsche Ordnungspolitik nicht für die Offenheit einer Integration eingestanden wäre. Und die Offenheit unter anderem auch der EWG. Das ist Verdienst von Erhard gewesen, der ja Atlantiker war und der darauf bestanden hat, dass in den Vertrag reinkommt, dass sich die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft für die Öffnung der Grenzen weltweit einsetzt. Das sind die eigentlichen Teile, die ich aus den Lehren ziehe, dass zwei parallel laufende Entwicklungen sich nach 1945 getroffen haben und produktiv die Entwicklung beeinflussen konnten. Dankeschön. Ich hätte ganz gern im Anschluss an das Stichwort ordnungspolitische Lehren noch eine zweite Frage aufgeworfen, aber wir dürfen nicht zu lange in der Vorrunde hängen bleiben. Die eigentlichen Lehren sollen ja dann erörtert werden. Das wäre nämlich die Frage gewesen, wie es eigentlich zu erklären ist, dass jedenfalls nach meiner Wahrnehmung außerhalb Deutschlands diese Intensität, mit der Ordnungspolitik, das Wort Ordnungspolitik in Deutschland ausgesprochen wird, ein bisschen als eine deutsche Obsession wahrgenommen wird. Wir haben einen Schweizer hier, der vielleicht am ehesten dazu etwas sagen könnte. Insofern ist vielleicht die ganze Debatte eine sehr deutsche Debatte, dass wir uns so stark auf ordnungspolitische Lehren fixieren. Oder umgekehrt könnte man fragen, warum ist all denen, die hier die Fahne der Ordnungspolitik hochhalten, warum fällt es so schwer, internationale Gesprächspartner davon zu überzeugen, dass Ordnungspolitik etwas Wichtiges ist? Also jedenfalls meine Erfahrung ist, dass Angelsachsen das überwiegend anders sehen, auch Franzosen überwiegend anders sehen. Da Sie sich irgendwie angesprochen fühlen, gehen wir vielleicht doch ganz kurz auf diesen Punkt ein. Bitte. Ja, Ordnung kann nie gemacht werden. Ordnung entsteht auf der Basis der Friedensidee. Und das ist ganz wichtig, auch für Leute, die an den Wettbewerb glauben. Einerseits kann das Leben als Kampf gedeutet werden, Survival of the fittest und so weiter. Oder man kann das Leben als ein unendliches Tauschen, als Katalaxis, wie das Hayek genannt hat. Und Katalaxis heißt nicht nur Tauschen, also Tausch, es heißt auch den Feind zum Freund machen. Beim Tausch verschwindet eben durch das, dass beide vom Tausch etwas erwarten und etwas Verschiedenes erwarten, verschwindet eben dieses Feind- und Freund-Schema. Und Gesellschaften, die friedlich sind, die basieren auf Tausch und nicht auf Kampf. Inzwischen haben sich mehrere Hände hier gehoben. Wir gehen einfach weiter. Bitte, Herr von Kollius. Ich wollte Ihre Ordnungsidee nochmal aufgreifen und in Erinnerung rufen, dass mit dem Ersten Weltkrieg ja eine alte Ordnung untergegangen ist. Und zwar eine Ordnung, die in der von George F. Kennan als Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnete Weltkrieg die gesamte Ordnung des liberalen Zeitalters gewissermaßen mit sich im totalen Krieg mitgerissen hat.
Das war das erste Mal, dass es einen totalen Krieg gab, der auf die Vernichtung des Gegners und seiner Ressourcen und seiner Bürger zielte. Es war ein Ende der Globalisierungsbewegung, die natürlich nicht abrupt einsetzte, sondern schon auch Vorläufer hatte. All diese Entwicklungen haben Vorläufer. Die Welt wurde zunehmend in Gewinner und Verlierer eingeteilt. Damit wurde ein Appell an die Affekte möglich. Der Nationalsozialismus ist ja eine ganz im Wesentlichen auf die Affekte zielende Bewegung gewesen. Es ist im Grunde genommen das Ende des Liberalismus, des kapitalistischen Zeitalters, auch ganz bewusst als solches propagiert. Man sprach vom Scheitern des Kapitalismus. Und es ist ein Sieg, und das passt gut zu den Vorträgen von heute Vormittag, im Grunde genommen ein Sieg des Etatismus und des Sozialismus. Diese Debatten um die Ordnung der Freiheit werden heute aber wieder geführt und insbesondere auch in den USA, und das finde ich sehr interessant, Jonah Goldberg hat dieses Buch Suicide of the West geschrieben, in dem es genau darum geht, diese Hayek'schen Ideen wieder in den Mittelpunkt zu stellen und darauf hinzuweisen, dass inzwischen eine Klasse von Kulturschaffenden, Publizisten, Journalisten und anderen entstanden ist, die mit jedem ihrer Äußerungen gezielt die Axt an die Wurzeln der Ordnung der Freiheit leben. Und das finde ich sehr interessant, weil diese Debatte all die Themen, die Hayek umgetrieben hat und die Mises umgetrieben hat und die andere Begleiter wie Habeler und andere umgetrieben haben, dass genau diese Debatte eben an Fahrt gewinnt. Herr Reichel. Ja, ich weiß nicht mehr, wer die Frage aufgeworfen hat. Ich glaube, Graf Kielmann, Sie waren es selber. Warum es ein gewisser deutscher Sonderweg ist, überhaupt ordnungspolitische Überlegungen anzustellen, das ist in der Tat im angelsächsischen Bereich ja kaum verbreitet. Das kam nach dem Zweiten Weltkrieg dann über die Institutionenökonomie indirekt zurück. Aber es gab natürlich schon die Abhängigkeit auch der deutschen und sicherlich auch österreichischen Ordnungspolitiker von der historischen Schule. Und das war etwas, was es in dieser Form, also jedenfalls, soweit ich das überblicke, in England und Amerika nicht gegeben hat. Wenn Sie sich mal die berühmten Ökonomen anschauen, die um diese Zeit, also zu Schmollers und Wagners Zeiten, außerhalb Deutschlands gewirkt haben, Österreich lasse ich jetzt mal kurz außen vor, dann haben Sie Leute wie Jevons, Valras, Cournot und so weiter, das sind alles keine Ordnungspolitiker und es sind auch keine Leute, die irgendwelche historischen Überlegungen stattfinden lassen, sondern das sind abstrakte Ökonomen. Und die deutschen Ordnungspolitiker haben sich auch schon sehr stark noch auf die historische Schule zurückbesonnen, um es mal so zu sagen. Deswegen hat man später auch die institutionenökonomische Verbindung leicht herstellen können. Das ist jetzt natürlich keine tiefere Erklärung, warum das in Deutschland so war und andernorts anders war, aber es ist sicherlich ein Teil einer Erklärung. Ja, ich habe mir überlegt, warum wir in Deutschland diese Ordnung bekommen haben. Und ich glaube, ein Grund war natürlich auch, weil der Einschnitt so krass war. Die totale Niederlage, die verbunden war mit einer Staatswirtschaft und das Herrschen von Staatsmonopolen und Riesenmonopolen. Und das hat eigentlich vor Augen geführt, dass das kein nachhaltiges Wachstumsmodell war. Also man konnte die Bevölkerung ja auch nur mit Hilfe der eroberten Gebiete richtig ernähren. Also die Wirtschaftspolitik unter den Nationalsozialisten war ja nicht wachstumstragend und nicht wachstumsbringend. Das war im Wesentlichen eine keynesianische Wirtschaftspolitik. Und das hat vielleicht dann Strömungen begünstigt, vielleicht auch begünstigt durch die amerikanischen Besatzungsmächte, die dazu geführt haben, dass mit Hilfe von Eugen, Erhard und anderen dann eine marktwirtschaftliche Ordnung auf die Füße gestellt wurde in Westdeutschland. Und es war ja dann offensichtlich, dass das ein extremes Wachstum erzeugt hat, also sogenannte Wirtschaftswunder. Und in anderen europäischen Ländern wie England und Frankreich hatten sie dieses Wirtschaftssystem nicht. Da hatten sie immer noch ein Wirtschaftssystem, das im Wesentlichen auf zentralbankfinanzierten Staatsausgaben basierte. Also ein ganz anderes Wirtschaftssystem als in Deutschland. Wenn Sie aber jetzt auf die Pro-Kopf-Einkommen von Deutschland und Frankreich schauen, dann sehen Sie, dass sie sich im Wesentlichen gleich entwickeln. Also so wie die deutschen Pro-Kopf-Einkommen hochgehen, so gehen auch die französischen Pro-Kopf-Einkommen hoch. Und dann könnte man jetzt schlussfolgern, wie das auch viele Wirtschaftshistoriker tun, dass beide Wirtschaftssysteme genauso positiv auf das Wachstum wirken. Also so können Sie es zumindest in Literatur lesen. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass das Wachstum in Deutschland erzeugt wurde durch diese sehr freiheitliche
von den Ordoliberalen jetzt auf die Füße gestellte Grundordnung. Und die südeuropäischen Staaten, die haben sich das dann über die Abwertungen abgeholt, Teile dieses Wachstums. Und die Deutschen haben es geduldet, weil im Verlauf des europäischen Integrationsprozesses wurden jetzt die südeuropäischen Märkte für die deutschen Unternehmen geöffnet. Und dadurch konnten die viel größere Losgrößen realisieren und viel größere Produktivitätsgewinne. Und aus dieser Sicht war dann der europäische Integrationsprozess im Interesse sowohl der deutschen als auch der südeuropäischen Staaten. Was die südeuropäischen Staaten aus meiner Sicht nicht verstanden haben, ist, dass das Wachstum in Deutschland generiert wurde und dass sie sich nur über die Abwertungen Teile dieses Wachstums abgeholt haben. Und deswegen haben die so viel Unverständnis, dass wir auf diese Ordnungspolitik bestehen, weil sie denken, dass sie über zentralbankfinanzierte Staatsausgaben und Abwertungen Wachstum generieren können. Und das ist aus meiner Sicht nicht der Fall. Wenn wir jetzt die Ordnung bekommen, die die südeuropäischen Staaten haben, dann werden wir auch nicht mehr wachsen und dann gibt es bei uns auch nichts mehr abzuholen. Und das führt dann zu den europäischen Konflikten, die wir jetzt schon sehen. Das sind nur noch Verteilungskonflikte. Wir haben nicht mehr zusätzliches Wachstum, das wir zwischen Norden und Süden verteilen. Wir haben eigentlich gar kein Wachstum mehr und streiten uns nur noch, wie wir jetzt einzelne Budgets hin und her schieben auf Kosten des anderen. Und das ist ungesund. Herr Hasse, zwei Sätze. Ich glaube, dass man Ihre Frage ziemlich präzise beantworten kann mit der Arbeit, der an der Entwicklung des Ordoliberalismus in Deutschland beteiligten Ökonomen und Juristen und Sozialwissenschaftler. Es ist eine Grundaufnahme der wirtschaftstheoretischen und wirtschaftspolitischen Möglichkeit, die Gestaltung der Realität, der wirtschaftlichen Realität zu erläutern und dafür Vorschläge zu machen. Und das ist während der Industrialisierung im Ersten Weltkrieg und in Weimar von der Theorie nicht geleistet worden. Die Theorie lief hoffnungslos der Realität hinterher. Und deswegen ist, wenn man Eugens Grundlagen liest, auch nichts anderes zu legen als die Grundfrage, was ist eigentlich Wirtschaft und Gesellschaft im Zusammenhang? Und Sie haben die Methodologie anders gewählt als die Angelsachsen. Wenn Sie das vergleichen mit Chicago in der Zeit von Knight, war es weiterhin die Allokationstheorie, aus der Sie nicht rausgegangen sind, während hier die sozialwissenschaftlichen Methodologien mit einbezogen worden sind. Und auch aus der Philosophie die Phänomenologie von Husserl, der ja auch in Freiburg war. Die Methodologie, mit der gearbeitet worden, unterscheidet sich fundamental von den reinen ökonomischen Analysen, die im angelsächsischen Bereich fortgesetzt worden sind. Das ist eigentlich der Schlüssel, warum auch andere Ergebnisse herauskamen. Und es war die gesamte Staatswissenschaft, die gearbeitet hat. Sie haben gesehen, ich habe sehr viel Luft geholt, das waren zwei Sätze, behaupte ich einfach mal. Es gab im ersten Deutschen Bundestag eine Abgeordnete der Deutschen Partei mit Namen Margot Kalinke, die in der Regel auch die Vorgabe erhielt vom Parlamentspräsidenten, nicht mehr als zwei Sätze zu sagen. Das konnte sie aber bis über eine Viertelstunde ausdehnen, das hat Hase nicht getan. Wir wollen jetzt, denke ich, dann doch ein paar von diesen Lehren, die hier angesprochen sind, etwas genauer ins Auge fassen. Und da ist mein Eindruck, dass es auf der ökonomischen Seite eigentlich wenig Dissens gibt. Das, was Sie hier gesagt haben, stabile Währung, eine funktionsfähige Weltwirtschaftsordnung, Sicherung des Wettbewerbes als Lehren, die aus, Sie haben historisch weiter ausgeholt, aus einer ganzen wirtschaftsgeschichtlichen Epoche gezogen worden sind. Ich nehme nicht an, dass das irgendwo Widerspruch findet, hier auf einem Podium, wo fünf Amtsträger der Hayek-Gesellschaft rechts und links neben mir sitzen. Trotzdem gab es einen Punkt, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob wir nicht doch eine kleine Kontroverse hier in Gang bringen können. Herr Hasse hat ja nach meiner Wahrnehmung doch die Rolle des Staates als eine wesentliche Einsicht, die
bundesrepublikanische Marktwirtschaft dann bestimmt hat. Welche Rolle spielt der Staat? Er in dem Sinne, in dem Tenor hier vorgetragen, der Staat ist wichtiger, als manche Liberalen das meinen. Ich spitze das jetzt mal so zu. Und das ist vielleicht ein Satz, wenn ich so mich erinnere an das, was ich sonst gehört habe in den letzten anderthalb Tagen, der nicht allgemeine Zustimmung hier findet. Wer würde den gern aufgreifen? Ja. Der Staat ist für eine funktionierende Marktwirtschaft wichtiger, als viele Liberale meinen. Ich spitze das jetzt mal so zu, aber Herr Hasse hat mich ja legitimiert. Ja. Ich finde, dass es sich lohnt, drei unterschiedliche Perspektiven auf den Staat zu gewinnen. Und die werden im angelsächsischen Bereich mit 3 P gekennzeichnet. Das erste ist der Protective State, das ist der schützende Staat. Das zweite ist der Staat, der für Prosperity irgendwie zuständig ist. Das kann man jetzt auslegen, ob das nur die Rahmenordnung ist oder ob er selber aktiv wird. Und das dritte Feld, das hier bisher wenig aufgetaucht ist, aber natürlich in die Weimarer Zeit und in die Zeit danach gehört, ist der Predatory State. Und das ist all das Räuberische, was in der Theorie eine ganze Reihe von Nobelpreisträgern aufgearbeitet haben, nämlich aus der Public Choice Schule. Diese Komponente, dass der Staat gewissermaßen immer zwei Gesichter hat, nämlich einerseits unterstützend tätig sein soll und das Gemeinwohl, was auch immer das sein soll, gewährleisten soll und andererseits aus Menschen besteht, die ihr Eigeninteresse verfolgen und die sich gerade zur Sabotierung des Gemeinwohls verbünden miteinander oder aber Interessenpolitik für ihre eigene Partei oder die Interessengruppen, die ihnen hinter ihnen stehen. Das, finde ich, lohnt sich nebeneinander zu stellen. Diese Vorstellung, dass eben das Inferno von 1914 allein ausgelöst worden sei durch die Arroganz der Mittelmächte und der deutschen Politik, die ist längst überholt. Es ging darum, damals die aufsteigende Wirtschaftsmacht, die sehr kritisch beobachtet wurde, vor allem vom angelsächsischen Bereich, aber auch von den Franzosen als Nachbarn, im rechten Moment, noch bevor sie sich ganz etablieren konnte, eben auch militärisch zu züchtigen und in die Knie zu zwingen. Und diese Fehlannahme hat dann zur falschen Vorstellung von den richtigen Siegern und den falschen Verlierern geführt. Und erst diese Voraussetzungen im Versailler Vertrag haben dann dazu geführt, dass der Erste Weltkrieg gar nicht richtig abgeschlossen werden konnte. Ich erinnere mich an den Film Wir Wunderkinder, dort hieß es, Kinder, genießet die Nachkriegszeit, denn bald wird sie wieder zur Vorkriegszeit. Schon sehr früh hat diese Empfindung eben in allen europäischen Staaten Fuß gefasst. Und das halte ich für sehr wichtig, wenn wir vom sogenannten Versager der Weimarer Republik reden. Zu meiner zweiten Frage, das Verhalten der Amerikaner 1932. Wäre nicht ein wohlwollenderes Verhalten eines Gläubigers gegenüber einem tief verschuldeten Land sinnvoll? Hätte zum Beispiel Hitler verhindert? Und naja. Herr Schnabel meldet sich, vielleicht übernehmen Sie die Frage. Die Frage gerne in die Gegenwart ziehen. Also gibt es eine Lehre für den Ausstieg aus der heutigen europäischen Finanz- und Schuldenkrise? Ich denke an Griechenland oder an die Tagezahlen oder an die Forderungen, die wir jetzt gegenüber den südeuropäischen Staaten aufgehäuft haben. Und ich würde einfach die Lehre ziehen, dass ich den nachhaltigen Ausstieg aus dieser Krise so verhandeln würde, dass ich sage, okay, wir verzichten auf alle unsere Forderungen. Wir wollen nicht, dass die zurückgezahlt werden. Aber im Gegensatz dazu wollen wir die Rekonstituierung einer marktwirtschaftlichen Ordnung in Europa. Und ich glaube, dann würden wir alle sehr davon, sowohl im Süden als auch im Norden, profitieren. Bitte. In dieser Diskussion sind verschiedentlich Bemerkungen gemacht worden zu Kartellen. Herr Hasse hat es gemacht. Und Herr Reichel, politökonomische Kartelle. Und ich finde, das ist ein sehr interessantes Gebiet. Denn wir wissen ja, Kartelle sind eigentlich schädlich. Denn sie schädigen den Verbraucher durch überhöhte Preise und alles das. Aber Sie haben den, Herr Reichel, Sie haben den Begriff politökonomische Kartelle genannt. Und da spielt eben das politische Kartell schon eine Rolle. Und meine Frage wäre, ist es nicht ganz sinnvoll,
neben der ökonomischen Welt und die Kartellbildung zu überwachen, auch die politischen Kartelle mal selbst in den Fokus zu nehmen. Was sind politische Kartelle? Sind Verabredungen zu Lasten einer Gruppe, sagen wir mal im Bundestag, zu Lasten der Vielfalt der Meinungen. Wir nennen das Koalition, aber es ist ein Kartell. Und in Brüssel finden laufend Kartelle, politische Kartelle statt, die zum Beispiel das Subsidiaritätsprinzip völlig negieren oder jedenfalls zum großen Teil negieren. So, und jetzt ist meine Frage an Sie, vor allem an Sie, Herr Reichel. Sehen Sie es auch so, dass man sich vielleicht mal ganz intensiv mit politischer Kartellbildung und deren Folgen und deren Nachteilen, aber vielleicht auch deren Vorteilen in Analogie zur ökonomischen Kartellen mal untersucht? Ja, Herr Schäfer, das ist überfällig. Sie haben völlig recht. Die Frage ist, im rein ökonomischen Bereich können Sie, ich will die Analyse jetzt mal kurz an den Rand stellen, wie das entsteht und was man dagegen tun kann. Das Problem ist, im rein ökonomischen Bereich können Sie immer ordnungspolitisch argumentieren, kann sagen, gut, da machen wir ein Kartellamt. Ob europäisch oder deutsch, ist jetzt egal, aber wir machen Kartellamt. So, wenn Sie aber jetzt Kartelle haben im politischen Bereich oder zwischen politischen und ökonomischen Beteiligten, dann ist die Frage, wer ist jetzt die Überwachungseinheit und wie soll das organisiert werden? Und da bin ich also auch ein bisschen skeptisch. Entscheidend ist, schauen Sie sich doch mal die Dieselaffäre, die ist in Amerika aufgedeckt worden, nicht bei uns. Und die haben das alle gewusst. Die haben das alle gewusst. Das ist die Herstellung eines Vermögensschadens zu Lasten der Autobesitzer, der Konsumenten. Es ist in Amerika aufgedeckt worden. Richtig, richtig, ja. Ich wollte aber auf Hayek verweisen. Hayek hat sich auch mit dem Problem beschäftigt, beispielsweise im Bereich der Subsidiarität, und hat vorgeschlagen, eine Institution zu schaffen, die beispielsweise die Europäische Kommission, hat er nicht so genannt, aber jedenfalls verpflichtet, in Europa darauf zu achten, dass das Subsidiaritätsprinzip realisiert wird, und hat vorgeschlagen, genau wie andere auch, bei Hayek eben, eine Institution der Aufsicht. Und das könnte man machen, beispielsweise, indem man so eine Aufsichtsbehörde schafft, wo Juristen höchster Art, also aus den Verfassungsgerichten der Mitgliedstaaten, beruft, um zu überlegen oder dass die überwachen, wie ein Kartellamt, ob das Subsidiaritätsprinzip tatsächlich eingehalten wird. Hayek hat noch einen zweiten Vorschlag gemacht, den ich gerne anknüpfen würde an Ihre Überlegungen, das Zweikammersystem. Ja, die zweite Kammer ist gewissermaßen das politische Kartellamt, ja, es für muss, das Parlament. Ja. Es muss kein Zweikammersystem sein, aber es muss eine Aufsichtsbehörde sein. Ja, und bei Hayek ist ja gerade diese zweite Kammer, diese Aufsichtsbehörde, die den laufenden Verwaltungs- und Regierungsprozess den Regeln einer Ordnung der Freiheit unterwerfen will. Und insofern könnte man den Sprung machen und sagen, das ist das Kartellamt in politischer Hinsicht, das Hayek vorgeschlagen hat. Herr Hasse, der den Begriff ja in unser Gespräch eingebracht hat, den Begriff des Kartells, möchte auch noch ein paar Sätze zu dem Thema sagen. Das Problem, das wir hier haben, ist normativ hochgradig besetzt und stammt also, wenn man von industriepolitischem Komplex oder anderen Komplexen spricht, jetzt mal nicht Kartell, sondern Komplexen spricht, aus der Agiprop-Sprache. Wenn man von Kartellen spricht, muss man wenigstens die Struktur und Ziele eines Kartells definieren, ob also diese Größen eigene, klar umrissene Ziele verfolgen, die man eindeutig nachvollziehen kann und die man mit der Rechtsordnung vergleichen kann. Man hat das Gefühl, aber vor Gericht ist mit dem Gefühl häufig nicht sehr viel anzufangen, man kann darüber nachdenken, aber der Teufel sitzt wie immer im Detail. Ein Kartell ist eine relativ klare Strukturform. Deswegen soll man mit dem Begriff Kartell sehr vorsichtig umgehen, wenn man auf nicht klare Sachverhalte überwechselt. Dann muss man
Wir haben in der Rechtsordnung die Organklagen, die ja in ähnlicher Form dann auch sind. Dann kann man höchstens fragen, warum gibt es in Europa nahezu keine Organklage? Obwohl hinter der Hand gesagt wird, na also, ob das noch konform ist mit den Gesetzen, das wage ich zu bezweifeln. Also es ist im hohen Maße ein Gefühl auch der nationalen Staaten gegenüber dem, was in einer anderen Ebene passiert, nicht mehr widerstandsfähig zu sein oder sein zu wollen. Also ich bin bei dem Kartellbegriff sehr vorsichtig. Ich habe ihn deswegen nur für die wirtschaftliche Seite benutzt, weil er da relativ klar ist. Bei den anderen Sachen haben wir die Problematik, die ich aber nicht zwingend mit dem Begriff Kartell versehen würde, weil der dann auch rechtstechnisch sofort zurückgeschleudert wird. Ich sehe keine weitere Wortmeldung. Eine können wir gerade noch abwickeln, aber dann müssen wir Schluss machen, bitte. Vielleicht darf ich im Zusammenhang mit dieser Kartellproblematik, politische Kartelle, daran erinnern, dass wir, ich glaube in den 60er Jahren erst, einen Artikel 20 Absatz 4 eingebaut haben in unser Grundgesetz, wo eben letztlich gesagt wird, dass jedem Bürger, unabhängig jetzt von irgendwelchen politischen Kartellbehörden oder sonst was, das Recht zugestanden wird, Widerstand zu leisten, vor dem Hintergrund der Tatsache, dass eben in der Weimarer Republik und was danach kam, die politische Verhältnisse so aus dem Ruder gelaufen sind, dass also normale Institutionen eben in Hand dieser Kartelle nicht mehr in der Lage waren, diese Prozesse zu stoppen. Und es drängt sich also mir hier die Frage auf, was bedeutet das jetzt also vor dem Hintergrund der Entwicklung, dass ich jetzt hier in den letzten paar Monaten gerade ausgerechnet die Wahlverlierer sich auf Siegerpodest gegenseitig raufgehoben haben, was das hier konkret für die Hayek-Gesellschaft auch bedeutet. Ich nehme mir mal das Recht, aus meiner Rolle herausfallend daran zu erinnern, dass da nicht steht, jeder Bürger hat ein Recht auf Widerstand gegen Kartelle. Das wäre auch verheerend angesichts der Unschärfe des Begriffs des politischen Kartells, sondern da steht, jeder Bürger hat ein Recht auf Widerstand gegen Bestrebungen, die die Verfassung aushebeln, wenn es keine anderen Hilfsmittel gibt. Das ist doch eine, denke ich, sehr spezifische Form von Widerstandsrecht. Sie haben als Letzter noch das Wort. Ja, ich wollte eigentlich nur anmerken, dass, was eigentlich hier fehlt, war ein Historiker. Und ich erinnere nur an das Werk von Karl Dietrich Bacher, die Auflösung der Weimarer Republik, und würde das eigentlich allen sehr empfehlen, das ist immer noch aktuell. Ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt, und ich glaube, das ist aktuell, ich wollte eigentlich über ordnungspolitische Fragen sprechen, aber jetzt sind wir schon am Ende, das hat keinen Sinn mehr. Ein ganz entscheidender Punkt, warum die Weimarer Republik gescheitert ist, wie man das auch ganz klar diesem Werk entnehmen kann, das ist ein sehr komplexer Prozess natürlich gewesen, und ich kann dem meisten zustimmen, was hier auf dem Podium gesagt worden ist, war aber eine Legitimitätskrise, dass nämlich führende Schichten der deutschen Politik, der Gesellschaft, auch der Beamtenschaft, des Militärs, die Republik nie innerlich akzeptiert hat. Das war die Schwäche, und es gab da eine Legitimitätskrise, als dann natürlich all das passierte, was passiert ist. Dahinter waren sicher auch die Geschichte mit dem Versailler Vertrag, es gab ja auch die Durchstoßlegende, und das ist dann die weniger schöne Version dieser Geschichte, ist dann am Ende, ist auch Hindenburg selbst, der Reichspräsident hatte eigentlich Republik, also die Demokratie nicht akzeptiert. Die eigentlich wirklich staatstragende Partei waren damals die Sozialdemokraten. Die hatten hier eine sehr konstruktive Funktion. Die Kommunisten waren ganz destruktiv. Die Kirchen waren auch innerlich zum Teil sehr distanziert zur Demokratie. Und das war eigentlich am Ende der Todesstoß für die Weimarer Republik. Und ich glaube, das ist aktuell. Und es ist auch für uns
Liberale aktuell, weil wir nämlich der Versuchung erliegen können heute, dass auch wir der heutigen, wenn ich jetzt von Deutschland spreche, der heutigen Bonner Republik, aber auch überhaupt der heutigen Demokratie angesichts ihrer kolossalen Fehlleistungen, die sie produziert, die Legitimität absprechen. Und es gibt bereits Tendenzen, gerade von liberaler oder libertärer Seite, die eigentlich die Demokratie schon abgeschrieben haben. Und am liebsten würden sie, die auch bereit sind zu koalieren mit Elementen aus dem, sagen wir, aus dem rechtskonservativen Lager oder nicht rechtsnationalen Lager, neue konservative Revolution und neue Rechte und so weiter, die eigentlich die Demokratie innerlich ablehnen. Und da sehe ich eine große Gefahr, denn wir werden sicher Krisenmomente erleben, wir sind schon drin, aber diese Systemkrise wird ausbrechen, sie wird virulent werden, es wird soziale Verwerfungen geben und da ist die Frage, wo werden wir Liberale stehen? Werden wir dennoch trotz allem die Republik, die Demokratie verteidigen oder nicht? Sonst werden wir mitschuldig an genau dem Schicksal, an dem die Weimarer Republik nämlich zugrunde gegangen ist. Und das würde ich so gerne noch hier also allen Anwesenden ans Herz legen. Dem füge ich nur noch einen herzlichen Dank an die 5 Diskutanten hier oben auf dem Podium wieder. Auch wenn ich Ihnen zustimme, ein Historiker hätte nicht geschadet hier oben. So würde ich doch sagen, dass wir eine ganze Menge, ja auch historische Fragen hier kompetent haben erörtern können. Ich danke Ihnen fürs Zuhören wie fürs Mitdiskutieren. Und damit ist diese letzte Runde der Hayek-Tage dann auch beendet. Dankeschön.